So, Paul, seine Futterpakete mit seinem Diätfutter kamen jetzt an. Hat lange gedauert. Aha, Paulchen wartet schon, wa? Dass wir aufmachen alles. So, ich glaube, ich werde erstmal hier alles auspacken. Hier ist der Rest drinne. Jetzt hätten sie ja auch noch alle Tiere kriegen können. Ne? Naja, ich werde erstmal alles auspacken. Das habe ich gar nicht bestellt. Das ist bestimmt ein Geschenk. Paul hat ja so wenig Angeln. So, das ist Paul sein Essen alles. Das reicht bis Januar rein. Das ist das Wichtigste hier, sein Diabetesfutter, einmal Huhn und einmal Lachs. Da bekommt er früh um 6 Uhr eine Tüte und seine Insulinspritze und abends 18 Uhr eine Tüte und seine Insulinspritze. So, das ist das Trockenfutter, was ich immer in sein Labyrinth reinmache. Und naja, das ist mal was so für zwischendurch, mal was anderes. Das sind so kleine Beute, 50 Gramm. Das ist immer so mal was für zwischendurch. So, hier hat er seine Leberwurst. Das reicht für eine Weile. Ja. Ja. So, und hier nochmal Snacks. Chicken Snacks. Ich habe meine Tüte aufgemacht. Mal eine zeigen. So sehen sie aus. Reines Fleisch, ohne welche Zutaten und Stoffe. Das ist da ganz gerne. Das sind 15 Gramm. War Paul? Alle deins. Ja. Hier auch noch 50 Gramm Tüten. Das ist der Jans Jane. Das hatte ich letztes Mal von der Iris bekommen. Und Paul hatte die geschmeckt. Habe ich natürlich gleich bestellt. Mit Milch und Sahne. Ja, das war's denn. Ach so, ja, dann habe ich noch bekommen als Geschenk halt eine Angel für Paul mit Ersatzfedern. Ich werde gleich mal machen. Ja, das war's denn, wa? Paulchen, nehmen wir erstmal wegräumen alles, wa? Achso, was ich noch sagen wollte, das ist alles von Spendengeldern finanziert und möchte ich mich daraufhin bei all den Leuten bedanken, die das ermöglicht haben. Wie gesagt, das reicht bis Anfang Januar oder Mitte Januar. Gut, das war's.